Wir müssen gar nicht groß drum herum reden. Wir befinden uns in einer ernsten Situation. Wir stehen vor einem ganzen Bündel von Herausforderungen, aber wir haben es auch ganz konkret mit zwei Krisen zu tun, die den Menschen buchstäblich unter die Haut gehen. Das ist die Sorge vor der Energieknappheit im nächsten Winter und das ist die Sorge vor weiter explodierenden Energiekosten, die viele Bürgerinnen und Bürger, aber auch viele Unternehmen überfordern. Das sind die Krisen, mit denen wir auseinandersetzen müssen. Und da muss ich schon sagen, Herr Mayer, ich stimme Herrn Bäumer zu. Sie haben am Thema komplett vorbeigeredet. Komplett. Wir erleben zum ersten Mal, dass Gas als Waffe eingesetzt wird und damit Energiemangel bei uns ein reales Risiko wird. Die Bundesregierung macht aus meiner Sicht heraus in dieser Situation vieles richtig. Sie organisiert zusätzliche Mengen Gas an den Spotmärkten und die Speicher sind jetzt wieder etwas über 60% gefüllt. Die Kohlekraftwerke werden in ihrem Betrieb verlängert, was niemandem Freude macht, aber ausdrücklich richtig ist. Und sicherlich sind auch die Appelle zum Energiesparen ausdrücklich richtig. Denn wir können tatsächlich jede und jeder täglich ab jetzt unseren Beitrag dazu leisten, dass wir diese Herausforderung meistern. Was macht das Land? Hat der Kollege Mayer gefragt. Nun, das Land leistet mit aller Energie, mit aller Kraft, die wir überhaupt nur aufwenden können, derzeit seinen Beitrag dazu, dass Deutschland so schnell wie möglich unabhängig von russischem Erdgas wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das macht das Land. Wir arbeiten intensiv an der Verfügbarkeit von schwimmenden LNG-Terminals, Flüssiggas in Wilhelmshaven und in Stade. Nach unserem Eindruck sind wir damit wesentlich schneller als andere Länder mit ihren Projekten. Wir hoffen, dass wir noch in diesem Jahr ein erstes Terminal in Wilhelmshaven in Betrieb nehmen können und damit schon in dieser Heizperiode einen Beitrag leisten können, durch diese Situation durchzukommen. Und wir glauben, dass wir etwa im dritten Quartal des nächsten Jahres die heute noch von Russland bezogene Gasmenge vollständig über niedersächsische LNG-Terminals kompensieren können. Das leistet das Land und damit tun wir viel auch für die nationale Energiesicherheit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir strengen uns enorm an. Das ist eine bundesweit einmalige Anstrengung. Ich danke ausdrücklich Umweltminister Lies. Ich danke auch ausdrücklich Wirtschaftsminister Altusmann und all den anderen Kolleginnen und Kollegen, die in dieser Situation eine sehr klare Priorität setzen. Und wir sollten sie darin unterstützen, alle. Herr Ministerpräsident, darf ich Sie kurz unterbrechen? Nein, ich möchte gerne ausführen. Dann fahren Sie fort, Frau Hamburg. Das zweite große Problem, vor dem wir stehen, ist, glaube ich, in seiner Dimension noch nicht überall erfasst worden. Knappe Energie sorgt für höhere Preise, das ist klar. Und das, was wir derzeit an einem kaum erträglichen Energiepreisniveau sehen, ist noch nicht überall bei Bürgerinnen und Bürgern angekommen, ganz einfach deswegen, weil ihre Stadtwerke noch längere Beschaffungsverträge haben. Aber das ist natürlich nicht auf Dauer. Und deswegen müssen wir großen Respekt haben vor dem, was da auf uns zukommt. Wir müssen sehen, dass insbesondere diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die keine finanziellen Reserven haben, vor große Herausforderungen gestellt werden. Und in dieser Situation gibt es meines Erachtens zwei berechtigte Erwartungen an den Staat. Erstens Gerechtigkeit. Wenn es schon schwer ist, dann muss es gerecht zugehen. Und starke Schultern müssen stärker belastet werden als schwache Schultern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und zweitens, wir brauchen Hilfen, insbesondere da, wo es um existenzielle Nöte geht. Es gibt bereits spürbare Entlastung, auch das will ich ausdrücklich hervorheben. Mit dem Entlastungspaket, das Bund und Länder beschlossen haben, das sich auch in der niedersächsischen Landeskasse deutlich niederschlägt, sind 18 Milliarden Euro Entlastung mobilisiert worden. Das lässt sich wirklich hören. Ich füge allerdings auch hinzu, gemessen an den Hilfen zur Rettung der deutschen Banken ist es etwa ein Viertel. Gemessen an dem, was wir an Wirtschaftshilfen während der Pandemie mobilisiert haben, ist es etwa ein Neuntel. Das sollten wir im Hinterkopf behalten. Denn es ist kein Ende in Sicht.
Und ich bin sicher, wir werden gerade, was die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen angeht, im zweiten Halbjahr noch sehr ernsthafte Gespräche miteinander führen müssen. Das kann nur der erste Schritt gewesen sein. Ein zweiter steht meines Erachtens unmittelbar an. Es kann nicht richtig sein, wenn ausgerechnet die Rentnerinnen und Rentner mit dem kleinen Einkommen, dass ausgerechnet diese große Bevölkerungsgruppe kein Energiegeld bekommt. Wer weniger Geld zur Verfügung hat, der wird umso stärker von Energiepreiserhöhungen getroffen. Das liegt doch auf der Hand. Ich plädiere sehr dafür, dass wir unmittelbar nach der Sommerpause in einem sehr konzentrierten Diskussionsprozess zwischen Bund und Ländern über strukturelle Entlastungsmaßnahmen reden. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass da aus der Energiepreiskrise keine soziale Krise in unserem Land wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da wird sich Niedersachsen sehr engagieren. Und das geschieht auch bei uns im eigenen Land. Sie wissen, es gibt einen seit Beginn der Pandemie existenten ständigen Diskussionskreis mit den Sozialpartnern, der jetzt unverändert weiterarbeitet, weil wir uns sehr eng abstimmen wollen. Und wir werden in diesen Tagen institutionalisieren, einen ähnlichen Gesprächskreis mit den notwendigen Akteuren aus dem sozialen Bereich, um zu schauen, wie wir insbesondere bei den Spitzen der Energiepreisbelastung, bei den Menschen, die es besonders schwer haben, wie wir da ganz konkret in Niedersachsen helfen können, das setzt wiederum eine große gemeinschaftliche Anstrengung voraus. Und das soll mein letzter Punkt sein. Wir stehen in einer harten Bewährungsprobe. Und da macht es übrigens gar keinen Sinn, wenn man das gegeneinander versucht zu versuchen. Wir müssen diese Situation mit dem notwendigen Problembewusstsein und der Sorge angehen. Aber wir können es auch tun mit dem berechtigten Selbstvertrauen, das wir gerade in Niedersachsen in den vergangenen Krisen immer wieder gezeigt haben. Gemeinsam, Staat und Politik und Gesellschaft und Bürgerinnen und Bürger, gemeinsam sind wir imstande, auch große Herausforderungen zu bewältigen. Und das ist unsere Aufgabe für das zweite Halbjahr. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus